Index 3 und Index 4. Servus, hi! Im letzten Video haben wir die Index-Revisionswolken ja behandelt mit Layern. Jetzt gehe ich eher hier auf diesen Plankopf ein, wenn er ein Beschriftungsbild ist und keine Legende. In der Legende kann man natürlich sehr viel einstellen. Ich verwende dennoch ein Beschriftungsbild, wie viele andere auch. Und bei mir ist es so aufgereiht, dass die Planungserstellung automatisch erscheint und jeder weitere Index wird dann hier gefüllt. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Eigenschaften gehe und erzeuge einen neuen Index und ich sage, ja, PP hat diesen Index erstellt und die Indexnotiz ist zum Beispiel Wand verschoben. Keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Ihr könnt es euch vorstellen. Und schließt das Ganze, dann wird mir hier der Index A erst erstellt, wenn auch der ausgeführt wurde. Ihr braucht jetzt wahrscheinlich, ja, den Hinweis, wie könnt ihr dieses Beschriftungsbild eures Plankopfs so gestalten, dass genau das passiert. Das habe ich wie folgt gemacht. Dazu muss ich schnell zurück in mein Altplan gehen. Ich hole mir jetzt über die Beschriftungsbilder, lese ich mir den Plankopf aus. Planköpfe, Hauptkopf A0, Maßstab 1:1. Und jetzt schauen wir mal nach, was ich hier eingestellt habe. Also ich habe hier, seht ihr, die verschiedenen Indexzeilen. Wenn ich hier jetzt in das Beschriftungsbild gehe mit Doppelklick, dann seht ihr einen Unterschied. Ich gebe ein Zeichen aus mit A1 und SX1. Das ist der Spezialindex 1. Hier ist der Index 2, Index 3 und Index 4. Oh nein, ich will dir nicht erzählen. Was ist der gefährlichste Tag für ein U-Boot? Tag der offenen Tür, so ein... Und hier in der Info ist einfach nur ein Attribut. Im Datum ist es ähnlich. Ich gebe hier ein Datum aus im Format D11 und hier Index 1 und so weiter und so fort. Bei Bearbeiter habe ich hier wieder ein Attribut, wieder den Index voraus und auch hier in der Notiz, warum ist denn hier nicht 1? Komisch. Hat trotzdem funktioniert. Index Notiz und auch hier weiter voran. Planerstellung ist Zeichnungserstellung, also sozusagen das ist einfach ein Wort, das steht immer dran. Planerstellung, das ist der Planersteller. Dann Erstellungsdatum ist einfach hier Erstellungsdatum und der Index 0 ist einfach ein Text. Für weitere Tipps, Kanal abonnieren und weitere Videos anschauen. Like bitte, damit auch weitere Leute das sehen können. Und jetzt zur Endcard. Nächstes Video anschauen. Servus, ciao, euer Peter.